die Quelle selber war vorher schon immer da. Und die ist natürlich vom Niederschlag abhängig, beziehungsweise von der Schneeschmelze, und versiegt irgendwann. Und wenn diese Quelle aber versiegt, dann haben die Feuersalamander ein Problem. Warum? Weil Feuersalamander ihre Larven in das Wasser gebären und die Larven ungefähr 2 bis 3 Monate brauchen, um sich dann zu entwickeln. Sollte in dieser Zeit das Wasser aber nicht mehr da sein, dann werden die Larven sterben und können nicht aus dem Wasser raus wieder in den Wald zurück. Und dann haben wir uns gedacht, naja, jetzt haben wir schon diese Option, also möchten wir natürlich auch etwas dafür tun, dass sie die Möglichkeit haben, sich voll zu entwickeln und wieder hier zurückzukommen und wieder die Larven hier abzulegen. Also haben wir angefangen, einfach Eimer hier einzugraben, damit das Wasser gehalten werden kann. Also wir haben Rückhaltebecken geschaffen. Und am nächsten Tag war ein Weibchen da und hat die Larven abgelegt. Und mein Kollege, der Viktor Zeller, der hat dann auch ein Monitoring gemacht und konnte 70 Larven zählen. Also es war wirklich sofort, wurde es angenommen, und das war total schön.